Gleich drei Kulturschwerpunkte wurden zum Thema 100 Jahre Kriegsbeginn 1914 von der Schallerburg, den Sommerfestspielen und der Kulturstadt Melk präsentiert. Wir fragen den Geschäftsführer der Schallerburg nach seiner höchst interessanten Ausstellung. Das wissen wir, die zentrale große Ausstellung für dieses Jahr in Österreich sein werden. Herr Farsin, was ist für Sie der Geist der Schallerburg? Ja, die Schallerburg, ein Renaissance-Schloss. Viele sagen, eines der schönsten Renaissance-Schlösser nördlich der Alpen, wurde ja gegründet von Losenstein im 16. Jahrhundert. Und das war damals schon ein Ort irgendwo der Kultur. Es hatte einen der schönsten Renaissance-Gärten. Es hatte schon eine hohe Schule, das heißt einen Vorbereitungsort für die Universität. Es war immer ein sehr geistiger Ort der Kultur eben. Und ich denke, das ist heute genau noch so. Die Ausstellung Jubel und Elend, Leben mit dem Großen Krieg 1914 bis 1918 sagt schon im Titel, es ist eine Ausstellung, die über die österreichische Grenze hinausgeht. Diese Ausstellung ist koordiniert mit internationalen Gremien. Diese Ausstellung wird die zentrale Ausstellung sein in Österreich. Und das, wo Österreich ja durchaus eine maßgebliche Rolle 1914 gespielt hat, dass es zu dieser Urkatastrophe gekommen ist. Diese Ausstellung geht über eine historische Aufbereitung weit hinaus und beschäftigt sich mit den Menschen damals und der Wirkung auf die Besucher von heute gleichermaßen. Eine zentrale Einrichtung dieser Ausstellung ist ein sogenanntes Konfliktlabor. Das klingt jetzt ein bisschen spröde, aber ist schnell erklärt. Es gibt Mechanismen, die hinter einem globalen Konflikt stehen, die wir auch persönlich kennen. Das heißt, zuerst ärgern wir uns, dann erzählen wir es weiter, dann suchen wir uns Verbündete, dann suchen wir einen Anlass, um jetzt zuzuschlagen, sei es im Partnerstreit oder beim Nachbarn. Dann eskaliert dieser Streit und geht weiter, bis am Schluss entweder alles kaputt ist oder nicht einmal mehr der Schuldige feststeht. Und diesen Mechanismus, den es sowohl im globalen Auseinandersetzungsfall wie auch im persönlichen gibt, den wollen wir den Gästen und den Besuchern vermitteln. Und wenn es uns gelingt, das umzusetzen, das dem Gast, dem Besucher zu vermitteln, denke ich, dann haben wir viel erreicht. Denn das Abstrakte, das Große, der Konflikt, die Auseinandersetzung zwischen Staaten wird dann zu einem Element, das durchaus persönlich nachvollziehbar ist. Heute ist eine Ausstellung nicht mehr dazu da, Wertvolles zu zeigen, um dass die Besucher kommen und staunen, sondern heute geht es um Dialog, um Auseinandersetzung. Und das bedeutet auch, dass die wenige Zeit, wo heute Eltern mit den Kindern unterwegs sein können, wenn meistens beide berufstätig sind, dass wirklich die Eltern mit den Kindern und die Kinder mit den Eltern in Dialog treten und wir nicht bei einer Ausstellung die Kinder den Eltern quasi entreißen und dann in ein eigenes Programm stecken. Und das ist eine große Herausforderung, das heißt auch in der Gestaltung, das heißt auch in der Vermittlung, völlig andere Wege zu gehen. Aber ich denke, da haben wir schon die letzten zwei Ausstellungen gezeigt, dass es gelingen kann und dass sich hier durchaus die Eltern sehr dankbar anstecken lassen, nämlich wo sie dann die Hölzeln finden, um mit den Kindern wirklich hier in tiefe Gespräche zu kommen.